Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Bezug auf den M2 Competition. Heute geht es um das Verbauen einer Motorhaube, und zwar um einer Leichtbau-Motorhaube im GTR-Style. Sie unterscheidet sich zum einen, indem sie auch einen Power Dome hat, wie zum Beispiel die Originalmotorhaube vom M3 oder M4. Das hat ja die Originalhaube vom M2 nicht. Diese GTR-Style-Haube hat das. Und ein weiteres Feature sind diese Entlüftungsschlitze hier im vorderen Teil. Das sorgt dafür, dass, wenn ihr das Auto eben stark beansprucht, zusätzlich aus dem Motorraum auch nochmal Wärme nach außen abgeführt werden kann und so die thermische Belastung nochmal ein bisschen verringert wird. Ist also gut für den Motor und macht natürlich auch eine echt schicke Optik. Was man zu der Haube noch sagen muss: Die Haube ist jetzt eine Aftermarket-Haube, das bedeutet, sie ist nicht direkt von BMW. Ich habe mich dafür entschieden, einerseits aus Kostengründen und andererseits aus optischen Gründen. Für den in Anführungszeichen normalen M2 Competition hat BMW ja lediglich eine Haube mit Power Dome, aber ohne aktive Entlüftung. Es gibt eine Haube mit Entlüftung für den M2 Racing, also sozusagen für den Nachfolger oder dieses Refresh-Modell, was jetzt rausgekommen ist vom Competition, für die Clubsport-Variante sozusagen. Aber da sind die Preise nochmal extremer. Das bedeutet, ich habe mich jetzt hier für eine Aftermarket-Haube entschieden. Die kann man auch TÜV'en lassen. Wo ihr die Haube bekommt, packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein, sodass ihr euch da einfach selber informieren könnt. Die Haube ist vom Material CFK, das heißt kohlefaserverstärkter Kunststoff, allerdings kein Sichtcarbon. Bedeutet, die Haube ist aus Kohlefaser, aber eben nicht so qualitativ hochwertig von der Fertigung, wie jetzt zum Beispiel die Original-M-Performance-Teile. Das heißt, ihr habt also kein Sichtcarbon, sondern nur kohlefaserverstärkten Kunststoff. Ist trotzdem super leicht und auch sehr stabil, aber eben nicht so aufwendig in der Produktion bezüglich der Optik. Das sieht man jetzt hier auch im inneren Bereich, dass das nicht so fein gearbeitet ist. Ist aber jetzt für mich gar kein Problem, da ich das Fahrzeug hauptsächlich auf der Rennstrecke nutze. Was man allerdings dann machen muss, ist eben die Haube vorzubereiten, also sprich grundieren, lackieren, folieren, je nachdem, was man möchte. Der erste Schritt, den ich jetzt hier vornehme, ist die Demontage der Transporthalterung. Hier sind solche kleinen Holzfüßchen unten mit dran, damit da beim Transport die Haube nicht auf den Ecken liegt. Und das ist jetzt das Erste, was ich mache, diese Füße abschrauben. Und die Schrauben, die jetzt hier in der Motorhaube vorhanden sind, die sind im gleichen Abstand wie bei der Originalmotorhaube. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich Plug and Play. Auch die Anschraubpunkte für die Haubenhalter oder auch die Clip-Halterungen für euren Scheibenwischer bzw. die Düsen für die Scheibenwischerflüssigkeit sind also auch vorhanden. Da kann es natürlich sein, weil das, wie gesagt, ist jetzt keine Herstellerqualität, kann es sein, dass ihr vielleicht die eine oder andere Öffnung an der Motorhaube so ein bisschen mit der Feile nachbearbeiten müsst, damit das nachher passt. Aber im Großen und Ganzen ist das tatsächlich Plug and Play und hat bei mir auch relativ gut funktioniert. Es gibt natürlich ein paar kleine, Schwierigkeitspunkte oder Dinge, die jetzt, wie gesagt, nicht so optimal sind wie bei der Originalhaube. Aber man muss immer bedenken, diese Haube ist deutlich günstiger als eine Originalhaube bzw. als eine M-Performance-Haube. Wir sprechen hier circa von einem, von einem Drittel bis zu der Hälfte des Preises. Und da ist das dann, finde ich, denke ich, schon verschmerzbar. Hier sieht man jetzt eben diese Schrauben, die hier eingelassen sind. Hier ist ein Anklipspunkt für den Scheibenwischwasser bzw. für die Scheibenwischdüse. Bei mir an der Haube war es jetzt tatsächlich so, dass genau diese Haltepunkte, an denen man die Verkabelung von der Frontscheibenreinigungsanlage bzw. auch die Düsen befestigt, da war es eben so, die musste ich ein bisschen nacharbeiten mit einer Feile. Das geht aber wunderbar, wenn man da vorsichtig ist und eine Feile nimmt, geht das problemlos. Wie gesagt, auch in kleinen Schritten, damit man da nicht zu viel wegfeilt, und ist absolut akzeptabel, finde ich, dafür, dass die Haube eben so viel günstiger ist als eine Originalhaube. Und dann sehen wir hier noch ein bisschen die Struktur. Wie gesagt, das ist kein Sichtcarbon, das heißt, die Haube muss auch entsprechend lackiert werden. Die ist jetzt schon lackiert und grundiert. Da kommt dann noch eine Folie drauf in Wagenfarbe. Hier sind die Haltepunkte für die Abstandshalter, für die Motorhaubenverriegelung. Das heißt, das ist also alles vorhanden, genau wie bei der originalen Haube auch. Und wir haben eben zusätzlich auch noch Entlüftungsschlitze. Das heißt, die Wärme, die im Motorraum herrscht, kann jetzt hier durch diese Lüftungsschlitze auch besser nach außen abgeführt werden. Ist also auch eine thermische Optimierung des gesamten Systems. Jetzt mache ich noch eine Gewichtsmessung. Ich habe hier, wie gesagt, die Haube nur im Rohzustand, ohne Anbauteile.
Und wir sind jetzt hier bei einem Gewicht von, ja, sagen wir mal 7,7 Kilogramm. Das ist wirklich wenig, vor allem wenn wir dann später auch sehen, was die Originalmotorhaube wiegt. Die Originalmotorhaube habe ich auch gewogen ohne Anbauteile. Das heißt, das ist durchaus ein äquivalenter Vergleich oder ein valider Vergleich. Und ja, wie gesagt, also 7,7 Kilo, das variiert immer so ein bisschen. Die ist halt relativ groß, so komplett freistehend kriege ich sie nur ganz schwer auf die Paketwaage. Aber ja, also mit 7,7 Kilo, denke ich, kann man ganz gut leben, beziehungsweise das als Referenzpunkt nehmen. Der nächste Schritt ist jetzt die Demontage der Leitungen, beziehungsweise der Wischwaschleitungen und der Wischwaschdüsen. Die sind eingeklipst in der Motorhaube und die eine, an der ich jetzt hier gerade dran bin, die ist nicht nur geklipst, die ist auch verdreht. Das heißt, ihr müsst das ganze Teil dann so circa um 90 bzw. 45 Grad drehen und dann könnt ihr das Teil aus dem Loch der Motorhaube rausnehmen und später bei der Montage einfach wieder eben 45 bzw. 90 Grad versetzt ansetzen und auch wieder drehen. Dann ist das wieder verriegelt. Das ist sozusagen jetzt hier das Erste, was ich entferne bzw. löse. Die Leitung könnt ihr nachher 1 zu 1 wieder an der ja, GTR-Style-Motorhaube verbauen. Wie gesagt, alle Anbauteile, die jetzt hier vorhanden sind, waren für mich Plug and Play und konnten genau wie bei der Originalhaube auch weiter verwendet werden. Der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist die Demontage der Haubenhalter. Und ich habe jetzt hier mal zwei Schrauben markiert. Die gibt es auch sowohl links als auch rechts. Und diese beiden Schrauben sind die, die ihr nachher lösen müsst, um die Haube vom Fahrzeug zu entfernen. Zum Entfernen bzw. Abheben der Haube beide Schrauben auf jeder Seite lösen, also alle vier Schrauben lösen. Aber daran denken, dass hier die obere Seite der Haube, weil ja die Dämpfer jetzt gelöst sind, mit einer Hand stabilisiert. Das bedeutet, dass sie nicht nach von oben her wegkippt. Dann habt ihr links und rechts am besten eben mit einer zweiten Person jemanden stehen und dann könnt ihr die Haube vorsichtig nach oben rausheben, das heißt also sozusagen in Richtung Windschutzscheibe ziehen und einfach beiseite nehmen. Hier jetzt aber noch der Schritt mit den Haubenhaltern bzw. Haubendämpfern. Die sind auch genauso aufgebaut wie am Heckdeckel. Da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht. Hier gibt es also so einen kleinen Metallsplint. Den müssen wir zuerst lösen, dann können wir den Haubenhalter entfernen und dann kann man die Motorhaube abnehmen, nachdem man die beiden Schrauben gelöst hat, die ich markiert hatte. Hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch eine zweite Person holt. Nicht, weil die Motorhaube so furchtbar schwer ist. Wir sehen, sie ist schwerer als die ja, GFK-Haube, die ich jetzt verbaut habe, die CFK-Haube, die ich verbaut habe. Aber das Problem ist nicht das Gewicht, sondern das Problem ist an der Stelle, ihr müsst die Schrauben lösen, ihr müsst aufpassen, dass die Motorhaube nicht wegrutscht und ihr müsst dann später die Motorhaube auch noch rausheben. Und das ist aufgrund der Größe der Motorhaube einfach sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall empfehlen, noch eine zweite Person dazu zu nehmen. Habe ich auch gemacht, dann ist das viel, viel einfacher. Jetzt entferne ich hier aus der Originalmotorhaube die Haltestifte oder diese Halteklammern, die ganz vorne am Schlossträger mehr oder weniger auch angebracht sind, also vorne in der Nähe des Grills, die dann nachher die Motorhaube verriegeln und dafür sorgen, dass sie während der Fahrt nicht aufspringt bzw. sicher sitzt. Jetzt habe ich alle Anbauteile entfernt, das heißt, der Gewichtsvergleich ist jetzt analog zu dem, was wir am Anfang gesehen haben bei der CFK-Haube. Und wenn wir jetzt hier sehen, die Originalhaube ist deutlich schwerer, 18,3 Kilo. Das bedeutet, im Vergleich zu der leichten GTR-Style-Motorhaube aus CFK habe ich jetzt an der Fahrzeugfront 10,6 Kilo eingespart, was wirklich gut ist. Die zuvor entfernten bzw. aus der Originalhaube ausgedrehten Verriegelungsstifte oder diese Verriegelungshaken, die schraube ich jetzt wieder in die neue Motorhaube ein. Hier könnt ihr die Länge so ein bisschen variieren, solange bis ihr das Gefühl habt, dass die Motorhaube gut schließt. Das ist ein bisschen individuell immer, das muss man einfach ausprobieren. Deswegen hat dieser Stift auch so ein Gewinde, so ein etwas längeres Gewinde, um eben hier den Abstand variieren zu können. Jetzt verbaue ich neue Haubendämpfer. Das ist ähnlich wie beim Kofferraumdeckel auch wieder notwendig, da die Originaldämpfer ja für das Gewicht der Originalhaube ausgelegt sind. Und wir haben ja gesehen, die Originalhaube, die ist 10,6 Kilo schwerer und 10,6 Kilo, so viel wiegt nicht mal die neue Haube. Deshalb ist es hier wichtig, dass man auch die Haubendämpfer tauscht. Ansonsten könnte es eben sein, dass ihr entweder die Motorhaube nicht mehr richtig schließen könnt oder aber, dass die Haubendämpfer so viel Vorspannung ausüben,
dass eben die Motorhaube gegebenenfalls auch aufgedrückt wird oder eben, wie gesagt, beim Schließen danach erbricht, weil da zu viel Gegendruck da ist. Deswegen ist es hier auf jeden Fall wichtig, auch die Haubendämpfer entsprechend anzupassen an das neue Gewicht, damit das hier wieder übereinstimmt. Die Haubendämpfer selber haben zwei Verankerungspunkte. Ein Verankerungspunkt hier oben, den wir jetzt auch im Video sehen, der direkt an dem Metallträger befestigt ist, auf dem die Motorhaube aufliegt. Und der andere Verankerungspunkt, den sehen wir jetzt hier im Video nicht, weil es ist unheimlich schwierig da hinzufilmen, denn dort ist es sehr eng. Der ist unten in der Nähe des Kotflügels oder sag ich mal zur Außenseite des Kotflügels hin positioniert. Und der ist auf beiden Seiten relativ schwer zugänglich. Und da ich jetzt mir nicht die Mühe machen wollte, da noch irgendwelche anderen Teile zu demontieren, war das da ein bisschen fummelig, den dort unten rauszulösen. Mit ein bisschen Geduld klappt das aber, da muss man halt nur ja, einfach hartnäckig bleiben und ein bisschen dran rumfummeln, bis man die richtige Stelle gefunden hat, um da heranzukommen. Danach eben wieder an den Punkt unten einklipsen, das geht super einfach, deutlich einfacher als die Demontage. Dann hier wieder diesen Leitungsträger bzw. diese Leitungsführung für das Wischwasser an den Dämpfer befestigen und dann hier die einzelnen Leitungsteile wieder befestigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass eben hier, wie am Anfang auch erwähnt, es kann eben mal sein, dass das ein oder andere Loch bei dieser Haube, da es eben keine Originalhaube ist, nicht so hundertprozentig passt. Das ist jetzt eben hier so eine Stelle, da musste ich dann später noch ein bisschen nacharbeiten mit der Feile und das Loch noch minimal größer machen, damit ich auch diesen Plastikhalter hier wieder einklipsen konnte. Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist eigentlich der Haubentausch mehr oder weniger schon fertig. Es gibt noch einen Schritt, der ist sehr, sehr wichtig und der ist auch ein bisschen zeitintensiv. Und zwar ist das das Einstellen der Haube. Wir haben jetzt also die Haube wieder befestigt, sie sitzt wieder auf den Metallträgern, die Leitungen sind verlegt und jetzt haben wir die Möglichkeit, an den Befestigungspunkten, an diesen beiden Schrauben, die auf diesem Metallträger aufliegen, die Haube eben einzustellen. Und das ist etwas, das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil das, wie gesagt, einfach Fahrzeug individuell ist. Nicht jedes Fahrzeug ist gleich und auch nicht jede Haube ist gleich, vor allem nicht bei diesen ja, Aftermarket-Hauben. Da müsst ihr einfach für euch ausprobieren. Am besten immer nur handfest drehen, die Muttern, so habe ich das gemacht. Dann eben die eine Seite, also zum Beispiel jetzt die Fahrerseite, die Haube ein bisschen nach vorne ziehen, schauen, wie sind die Linien, passt das einigermaßen. Wenn es zu eng anliegt, dann müsst ihr eben die andere Seite wieder ein bisschen reindrücken oder rausziehen. Also das ist einfach nur Spielerei. Habt ihr den Schritt dann aber auch erledigt, dann ist wirklich der Einbau komplett abgeschlossen. Wobei das, wie gesagt, eigentlich eher unter die Kategorie Schönheitsanpassung fällt. Solange die Haube schließt, ist ja die Funktion gegeben. Ob dann eben die Spaltmaße hundertprozentig stimmen, ist ja auch für jeden so ein bisschen individuell und selber überlassen, wie viel Wert er darauf legt. Ich selbst habe dann mir eben die Zeit genommen und das Ganze noch versucht, so gut es geht einzustellen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Spaltmaße genauso gut sind oder sag ich mal genauso gleichmäßig verteilt wie bei der Originalhaube. Aber wenn man im Hinterkopf hat, dass diese Nachrüsthaube auch eben aus kohlefaserverstärktem Kunststoff ist, kein Sichtcarbon, aber trotzdem Carbon, super leicht und eben nur die Hälfte oder ein Drittel des Preises kostet, sind die Passgenauigkeiten wirklich klasse. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder davon. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!